Servus Leute, willkommen zurück zu Halo Reach. Im letzten Part haben wir die Schwertbasis gerettet. Und jetzt sind wir bei meiner Lieblingsmission. Wir müssen nämlich die Allianz infiltrieren. Ich kann das einfach nicht aussprechen, das ist ein zu schweres Wort für mich. Mit einem Scharfschützengewehr, das ist der Hammer. Ich liebe es. Aber naja. Wie man zuschlägt. Boah, das Teil muss ja was weiß ich wie viel wiegen. Okay, wir müssen auf jeden Fall die Allianz Elite, bekämpfen. Der gehört dir. Leise erledigen. Ich liebe es. Das ist so geil. Der hat von nix eine Ahnung und ich kill ihn gleich gnadenlos. Ich könnte ihn auch ein Genickschiss verpassen, aber das werde ich nicht. Weil das hier viel stylischer ist. Außerdem sind hier ein Haufen kleiner Gnome. Das können wir sie ganz leise eliminieren. So. Mal gucken, läuft da unten nicht den. Zu schießen ist, glaube ich, blöd. Ja. Danke, dass du geschossen hast. Du hast geschossen, also sei ruhig. Oh, das war ein Zaubererschuss. Sei ruhig. Das hier gefällt mir, die aktive Tarnung. Ich kann sie mal demonstrieren. Wenn man sie einsetzt und stehen bleibt, dann wird man fast unsichtbar. Das wirkt auch noch, wenn man geht. Aber sobald man rennt, ist man wieder sichtbar. Das ist das Problem. Es gibt noch etwas. Ich weiß jetzt nicht, ob das schon hier war. Ah, da oben habe ich schon gesehen. Das ist schon da. Perfekt. Gut, ich muss aufpassen. Metro Bravo an Noble 2. Für Bericht bereithalten. Wir sind bereit zum Empfang. Over. Sehen mehrere Feinde durch eine Siedlung patrouillieren. Sind die es, Cat? Negativ. Zu klein. Und ihr seid noch nicht in der Blockierzone. Greift an, falls nötig. Aber bleibt nicht stehen. Hast sie gehört, Sex. Lass sie in Ruhe. Nein, ich kill sie. So viel zur teuren Munition. Oh nee. Ich habe schon gehört, was da war. So. Nein, da hinten ist er. Ich habe den falschen erschossen. Der mit dem Laser. Das ist quasi der Vorgänger vom Strahlengewehr. Ich finde das Strahlengewehr besser. Willst du mich verarschen? Sag nicht, der kommt hergeflogen. Du nervst, hau ab! Ich habe ihn gerade doch getroffen. Wo ist er denn? Ja, ich bin ja in Deckung. Aber er nervt trotzdem. Da hinten ist er. Ja, es ist wieder falsche, glaube ich. Mann! Ich töte heute alles die falschen Leute. Oh, da kommt Verstärkung. Ja. Nein! Kann ich euch mal das Hologramm zeigen. Man kann so ein Hologramm erzeugen. Das kann natürlich auch Schaden nehmen. Je nachdem, wohin man das setzen will, rennt es einfach. Die Leute fallen dann voll drauf rein, so wie jetzt gerade. Und ich kann sie dann abknallen. Perfekt für so einen Scharfschützen wie mich. Ich arbeite gern mit Hologramm und aktiver Tarnung.
die gut zu treffen, muss ich. In die Hand! Ah, verdammt. Ja, schneller. Bevor er sich erholen kann. Yes. Sind da noch mehr? Ich lock's mal raus. Ich liebe diese Art der Spielweise. Das Hologramm rennt natürlich nicht die ganze Zeit bis dahin. Das hat eine, ja genau, zeitliche Begrenzung. So. Stimmt, da ist ein Weg, den habe ich ganz vergessen. Nein, da unten. Ach, jetzt bin ich unten. Da ist so einer auch noch. Das ist jetzt doof. Ja, natürlich, mein Hologramm rennt jetzt nach unten. Mein Hologramm ab. Der ist tot. Nicht auf mich. Kill ihn. Du kommst hier nicht lebend weg. Bestätigt, alles gesichert. Ja, alles gesichert nennst du das? Ist ja so ein Lügenbolzen. Ja, voll in die Leiche. Der da nervt. Der hat das überlebt? Er wird nie wieder malen können, aber trotzdem. Er ist jetzt kein Bob Ross mehr. In den Nacken! Was jetzt? Irgendeiner muss da noch sein. Ich gehe runter. Ich hoffe, er ist. Oh ne, es ist ein dicker. Ne, ein kleiner. So. Was ist das? Sieht ganz so aus. Ich hätte das ja auch sprengen können. Ich liebe es einfach zu randalieren. Vandale schlechthin. So, man könnte hier durchgehen, das Haus, aber ich mache meine Methode, die ist lustiger. So, schauen wir mal. Bin ich hier richtig? Mann, ich habe mich verschluckt. Hast du versucht, mit einer Schaufel zu kämpfen? Nee. Moment, da hinten ist doch irgendwo der Typ mit Laser. Verdammt. Nein, hiermit könnte ich auch kämpfen. Meine Pistole hat zwar so schön viel Schuss, aber... Da hinten ist eine aktive Tarnung, seht ihr sie? Ich glaube, ich guck da mal rein. Nett, muss ich sagen. Warum war ich hier noch nie? Feuerstelle. Und eine Küche mit Keramik. Was? Der hat's überlebt? Die überlebt auch einen Schuss. Boah, geil. Ja gut, den Laser darum kann ich mir irgendwie nicht holen. Warum auch immer. Vielleicht ist das Gebäude einfach zu hoch, wer weiß. Naja, egal. Dann gehen wir jetzt einfach weiter. So, gucken wir uns mal um. Da ist eine Schrotflinte. Du hast echt alles verraten, ich glaub's nicht. Wo ist er?
Ziele. Scheiße. Lebt er noch? Ich brauche einen besseren Winkel. Jetzt ist er tot. Jetzt ist er garantiert tot, weil das kann er nicht überleben. Pfui. Das Hologramm kann übrigens die Attentäter zerstören, denn wenn die Attentäter das Hologramm berühren, sind sie tot. Die nerven echt. Oh nein, Weißer. Ich glaube, ich lenke sie mal ab. Die sehen das Hologramm gar nicht. Und dann habe ich eine andere Idee. Nein! Oh, oh Mann. Oh, wie mein Auge brennt, das ist ja nicht mehr schön. Feuer frei! In den Hals! Ja, der da hinten ist so schön geschwächt. So, der ist weg. Vorsicht, das Geschütz ist kein Scherz. Ja, ich war. Achso, ein Geschütz ist ja auch noch da. Natürlich treffen die mich, na warte. So. Dann kannst du ja bald mit mir trainieren. Feuer! Aber der Weiße ist noch da. Nee! Oh, wie mein Auge brennt, das ist blöd. Gerade jetzt. Toll, jetzt brennt es noch mehr. Verdammt. Ist das rechte Auge? Solange sein Schild weg ist, Attacke! So. Gut, ich glaube, ich nehme jetzt doch die Schrotflinte und nicht mehr die Pistole. Nur für den Fall der Fälle. Ich merke schon, die Gegner werden ernst zu nehmen da. Ich bin einfach nur dermaßen aus Übung, dass die Schwarte kracht. Ah, da bin ich, okay. Was ist denn das da? Eine Lampe, ne? Eine schwebende Lampe? Nee. Kartons. Kann übrigens auch das Geschütz bedienen. Du da unten, weg da! So, es brennt gleich durch. Aber es ist egal, ich kann es auch ausreißen. Aber so hat es natürlich Munition. So, mit dem Geschütz hier ist man langsamer. Neue Position. Das ist aber auch schon bekannt aus Halo 3. Weg da! Lass mal schön for the win. So, das lege ich hier hin. Und guckt mal, was da Nettes ist. Diese Viecher sehen saugefährlich aus, aber sind sie nicht. Wie sie die Allianz zerfetzen. Riesenärger. Diese Teile sind echt nicht. Ja, und du lockst ihn natürlich an. Haut nur ab. Diese Teile sehen echt gefährlich aus, aber die können eigentlich gar nichts. Die haben mich nur einmal gekillt, weil ich echt blöd war. Jetzt ist sie feindlich gegen die Allianz.
Das ist auch was, was man oft ausspielen sollte. Egal, ob jetzt in Halo oder in anderen Spielen. Dass wenn zwei Gegner sich gegenseitig bekämpfen, erstmal zurücklehnen und sich nicht einmischen. In den Hintern. Ah, jetzt glaubt, das war die Allianz. Wo ist denn Jun? Da hinten ist er. Oder haben sie die Allianz schon gekillt? In die Nase. Er hat mich gesehen. Da hast du. Cat, ist bei dir was davon angekommen? Keine Ahnung, ob die Viecher im Nahkampf stark sind. Das war ein einheimisches Geschöpf namens Kuta. Sechs. Los, nehmen wir den Vater vorn durch die Felsen. Ich meine, die Viecher sind zwar ziemlich gefährlich aus, aber sie, wie gesagt, sie haben mich bisher nur einmal gekillt, weil ich blöd war. Aber ich wette, im Nahkampf sind die ziemlich übel. Ah. Ich könnte wieder auf Distanz gehen und ich glaube, das sollte ich auch. Ich weiß zwar, ich weiß, was jetzt kommt, deswegen werde ich mal die Distanzwaffen bevorzugen. Du kannst rennen, ich nicht. Ich habe nur ein Hologramm. Ach, ich wollte heute Straußenbraten essen. Naja, egal. Ich muss nicht alles killen, was sich bewegt. Ist auch was. Wo geht's denn da lang? Komme ich von da? Standardwaffen des Sicherheitsdienstes. Achso, nee, das ist der andere Weg. Du bist vorne, 6. Noble 2 sind bei einer Art Funkstation. Sehen Sie die Listen wahrscheinlich mehr. Helft Ihnen. Vielleicht haben Sie nützliche Infos. Ja, bin schon dabei. So mehr oder weniger. Bei so einem Getümmel, da sitzt fast jeder Schuss. Warum habe ich jetzt verfehlt? Hä? Er lebt ja ganz schön lange. Hahaha. Ha, ha. Manchmal ist es besser, einfach sich nicht zu bewegen und abzuwarten. Vor allem als Scharfschütze. Ist hier noch ein Gewehr? Ne, ich habe alle verballert, schade. Da unten sind unsere kleinen Freunde. Oh, nicht mehr lange. Einfach alles töten, was sich bewegt. So. Ich glaube, jetzt ist alles tot. Muss man aufpassen, hier gibt es viele Wege. Oh, verdammt. Komm raus da. Aha. Ne? Wo denn? So, da, der da oben. So.
gekillt. Keine Ahnung, was das bedeutet, was er sagt, aber ich nehme es mal als Beleidigung. Das heißt, ich werde mich jetzt rächen. Sollte trotzdem vorsichtig sein. Hier gibt es noch mehr. Achso, es ist eine Leiche, ich dachte schon. Hä? Wo ist er? Links von mir. Verarsch mich nicht! Von beiden Seiten! Und da hat er gelitten. Das ist jetzt schon der Punkt? Ja, komm der. Dann nehme ich mal eine andere Waffe und... Mach schneller auf. So. Ich gehe wieder zurück auf meine kleine Insel. Das mit den Landungsschiffen, das sollte man echt nicht unterschätzen. Die Stärke eines Scharfschützen ist die Distanz. Ja, toll, sie fliegen weg. Und? Phantom kommt. Noch eins. Und schon wird es interessant. Oh, der battelt schon. Feuer. Nein, der hat geschützt. Ja, gut, trotzdem. Da ist jetzt auch kein. Ne, da ist er. Den so zu treffen ist nicht einfach. So. Der gehört mir. Keiner oder war es das schon? Stehe unter Beschuss. So, wir sind auf der anderen Seite. Moment. Toll, so kann ich sie natürlich gut sehen. Feuerschutz! Ganz ruhig, ich mach's kurz. Steh unter Beschuss! Die Sprüche sind auch immer dieselben, aber naja. Ich mein Hologramm. So, die werden jetzt alle glauben, mein Hologramm hat sie gekillt. Und noch eins? Oh ne, noch eins. Ich stehe unter Beschuss, Gesellschaft. Ja, ich weiß, dass wir Gesellschaft haben. Genau das beunruhigt mich auch so. Hologramm, lenk sie weg von mir. Ich gehe wieder auf meinen Außenposten. Da hinten steht einer, ich habe ihn genau gesehen. Ins Knie. Ah, voll in die Säule. So. Da ist aber noch einer. Jetzt kommen sie alle von da links. Keine Panik, ich habe für jeden von euch eine Kugel. Ja, das war an sich ganz schön. Stehe unter Beschuss. Was? Den hab ich doch getroffen, im Ernst. Noch mehr. Ja, kommst du hier. Lass mich in Ruhe. Oh. Schieß mit dem anderen ab, aber nicht mich. Du da oben erwartet, es gibt Rache. So. Dann werde ich hier einen kurzen Schnitt machen. Das war Halo Reach. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Pfiat euch.